Jo, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu TS City. Hier das Tech and Light City Projekt von der Spielpirat. Oh, jetzt habe ich gerade gehangen in meiner Sprachausführung. Aber das ist auch wurscht. So, der baut hier gerade fleißig die Medium Voltage Solar Array. Mal gucken. Es ist natürlich noch momentan sehr langsam, vielleicht durch die Verarbeitung, aber auch vielleicht dadurch, dass ich nur 4 Prozessoren drin habe. Und sowas kann man ja noch erweitern, dass die Prozesse alle schneller abgearbeitet werden. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal das Solar Array Kram angucken, er hat jetzt schon 3 Low Voltage Solar Array gebaut. Er braucht natürlich 8 Stück, was ist klar. Hier baut er gerade die ganzen Solar Panels eben halt Stück für Stück zusammen. Und ja, dann gucken wir einfach mal, ja, wie schnell er eben halt damit noch weiterkommt oder sowas, was er braucht, werden wir dann ganz genau beobachten können. Okay, dann schauen wir mal da hinten die. Genau, da hinten die Dings hier laufen noch hier. Wie heißen die noch gleich? Die Steinbrüschdinger hier. Mann, diese Crowies da hinten, die laufen noch. Das ist gut. Ich habe jetzt noch ein kleines Problem mit dem Abbau. Dieses Kabel könnten wir nicht abkloppen hier, weil wir haben ja keine Heliometer momentan. Und das war wenigstens hier. Ja, den Scheiß irgendwie abbauen. Bäm. Ist egal. Brauche jetzt, glaube ich, gerade kein Schwein. Und gut ist. So, wir waren letztes Mal ja stehen geblieben, depressionstechnisch und so weiter. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, kein Doktor, kein Null, kein weiß ich was. Ich habe nur meine eigenen Erfahrungen im Leben gesammelt. Viele, auch mit anderen Leuten, eigene Grenzerfahrungen und so weiter. Ich bin mir da nicht zu schade, drüber zu reden. Und es geht ja auch nicht darum, ausgemachte fette Depression, die jemand hat oder sowas zu behandeln. Es geht darum, einfach mal offen zu sein und über gewisse Sachen auch zu sprechen. Oh, irgendwie weiß ich nicht. Ach, das hat er jetzt gerade hier abgebaut, keine Ahnung. Egal. Es geht darum, einfach mal drüber zu sprechen, offen zu sein und zu gucken, wie man mit gewissen Sachen umgeht, beziehungsweise auf was man vielleicht achten sollte. So, solange das Ding noch baut. Ach guck mal, hätten wir darauf achten müssen, dass hier nichts reinfällt, aber die Kabel sind jetzt da. Vielleicht gucken wir einfach, dass wir das hier schon mal zumachen. Okay. Dann haben wir hier also unsere Stromquelle, unsere erste, die von oben kommt. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier eine Verteilerstruktur haben. Ja. Das heißt, hier an der Stelle muss schon mal der Weg geebnet werden für verschiedenste Richtungen. Man hätte das natürlich auch noch einen weiter reinsetzen können. Und dann hätte das Kabel hier unten lang geführt. Die Frage nur, ob das Sinn macht, wenn wir mal wirklich was umbauen wollen oder sowas. Vielleicht macht es. Nee, ich glaube, es ist schon richtig, wenn wir hier übrigens auch noch frei ans Kabel rankommen. Wir haben ja genug Platz für die ganze Geschichte. Das sollten wir auch so machen. Okay. Ja, zum Thema Depressionen. Ja, wie sieht es da eigentlich aus? Ich baue mir gerade so ein paar Sachen noch ab. Wie ich eigentlich auf dieses. Also, erstmal sollte man wirklich gucken, hat man jemanden, dem man vertrauen könnte im Zweifel? Ja, also, das sind auf jeden Fall schon mal Situationen, die man sich klar werden. Nicht Situationen, das sind halt Gedanken, die man sich eben halt machen sollte. Kennt ihr also jemanden in eurem Umfeld, mit dem ihr über gewisse Sachen reden würdet? Und wenn ja, habt ihr schon mal vielleicht mit Leuten darüber gesprochen, über irgendwelche Geschichten oder nicht? Und damit fängt es halt einfach schon mal an, dass man offen ist und weiß, wenn also mal wirklich irgendwas passieren sollte, bin ich bereit dafür, weißt du, dann kenne ich eben halt auch Leute, mit denen ich wirklich mal einfach ganz unbefangen reden kann, ja, und das sollte halt schon mal eine Aufgabe sein, die man sich vielleicht mal so in seinem Leben stellt. Und wenn man dieses Thema eben halt für sich so ein Stück weit abgeschlossen hat, ja, und sagt, okay, Leute, also ich kenne Leute, mit denen würde ich eben halt auch über irgendwas sprechen, dann kann man sich ja mal so im Klaren werden eigentlich. Gibt es denn schon irgendwelche Sachen,
über die ich reden würde wollen? Also gibt es denn Situationen in meinem Leben, die mich eigentlich momentan gerade so richtig wegflashen? Oder wo sich was anbahnt, wo ich merke eigentlich, ich fühle mich vielleicht auch zu Hause in den eigenen vier Wänden. Es kann ja sein, dass man zu Hause irgendwie, ja, gerade eine schlechte Zeit hat. Ja, Familie irgendwie, man kommt mit den Eltern nicht klar oder sowas in der Richtung. Und sowas ist nicht uncool, wenn man mit den Eltern nicht klarkommt, sondern sowas ist halt einfach ein Problem, wo es einfach mal helfen kann, wenn man sich einfach mit einem Freund oder einem Kumpel oder mit einer Freundin auch mal austauschen kann. Und dass man so einen gewissen Druck auch abbauen kann, ja, sondern diese Verantwortung, dieses Gefühl, man würde was falsch machen. Ja, oder die Welt ist halt einfach ungerecht zu einem oder was auch immer. Ja, das ist einfach, dass man nur eine zweite Sicht hört. Dass vielleicht auch der anvertraute Kumpel, den man eben halt hat, ja, mit dem man halt so auch super klarkommt, ne? Mit dem man halt über so eine Sachen reden kann, dass der vielleicht auch schon mal versteht, was passiert, wenn ich jetzt eigentlich gerade mal schlechte Laune habe. Warum hat er denn schlechte Laune? Liegt das an mir? Also, bei Depressionen, das ist ja manchmal auch so, wenn man sich nicht traut, mit Leuten drüber zu reden, dann fängt man an, sich langsam zu isolieren. Sagen wir es mal so. Ach komm, das wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier schon mal Energie. Komm, ich werde mal gerade hier Energie holen von dem geothermalen Generator. Filmen wir hier hinten einfach mal an der Wand lang. Kann man ja sowieso mal machen, so, oder? Diese Kabel hinten an den Wänden. Wäre ja gar nicht so schlecht. Okay. Zack. Und ja, müssen wir gerade mal gucken, wie viele wir hier noch irgendwie miteinander verbinden können. Weil irgendwie scheint das doch alles nicht so 100% zu wirken. Also nicht alle gehen an, das meinte ich damit halt. So, dann haben wir den auch noch. Und dann können wir den hier auch noch rumführen. Und den hier anschließen. Okay, und dann machen wir den hier. Und dann sollten eigentlich, na, fast alle laufen, aber es laufen nicht alle. Okay. Vielleicht sind die auch einfach gerade nicht miteinander verbunden. Genauso sieht es nämlich aus. Machen wir den dann noch und den. Und jetzt dürften. Alter Schwede, es sind immer noch nicht alle angeschlossen. So, wenn wir den jetzt hier noch anschließen, dann dürften alle Energie gerade produzieren. Und die Lava, die hier drin ist, eben halt rausschmeißen. Gucken wir gerade mal, wie viel Energie hier schon sich auflädt. Ja, super. Das geht doch ruckzuck hier. Bei 10 Millionen EU, 320.000 haben wir jetzt schon. Und wenn wir jetzt hier das System langsam umbauen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Stromversorgung. Wir müssen nur gucken, dass wir auch die Runterregelung von der MFSU haben. Das heißt, an der Stelle. Naja, wir haben ja jetzt hier die unterirdische Stromversorgung. Ich überlege gerade, wo das Kabel ist, abgebaut oder so in der Richtung, aber. Okay. Warum mit rechter Maustaste? Ach so, stimmt ja. Ich habe gerade überlegt, warum ich Steinblöcke oder Cobblestone mit der rechten Maustaste drücke, aber das ist halt nun mal so. Okay. Gut, hier haben wir die MFE. Und dann haben wir hier eben halt diesen High Voltage Transformer. Den würde ich auch gleich nochmal neu bauen müssen, damit wir den halt schon mal anschließen können. Und dann gucken wir mal, wie war das endlich gewesen? Genau. Wir haben hier also ein großes Ding wie die MFSU. Dann haben wir hier einen High Voltage Transformer, dann haben wir hier die MFE. Und momentan ist es ja so, dass wir hier dann nochmal diesen Medium Voltage haben, der das auf die Bedboxen ummünzt. So. Und hier hinten hatten wir als. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir die MFE, weil die MFE. Die hat 128 Output und die haben 32. Jetzt überlege ich gerade mal. Wir haben mit dreien manchmal Stromversorgungsprobleme. Das heißt, bei einem Output von 96 EU
schwankt es manchmal. Wenn wir jetzt eine MFE haben, die hat 128 Ausgang, dürfte schon besser sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchten aber trotzdem noch den hier. Und ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Gerät war. Ich will das gerade mal abbauen, weil nicht, dass ich mich jetzt hier vertue beim Neuaufbauen oder so. So, das Ding war ein LV, ach richtig, Low Voltage Transformer war das gewesen. Deswegen war das jetzt gerade so mein gedanklicher Fehler. Das war auch schon so meine Befürchtung gewesen, wenn wir jetzt hier also einen Low Voltage Transformer haben, dann haben wir hier den Medium Voltage Transformer. Und, da müssen wir natürlich gucken. Der Medium Voltage bringt hier jetzt für die MFE eine gewisse Stromleistung. Der MFE angeschlossen. Was passiert eigentlich, wenn wir so einen Extractor hier mit dem Transformer Upgrade? Weil ich meine, die fallen ja auch nicht irgendwie mal eben kurz aus. Jetzt ist mal eine Sache, die werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ein Extractor ist jetzt nicht ganz so teuer. Und der Transformer-Update war jetzt auch, hielt sich auch in Grenzen. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal diesen Extractor ab. Und ja, die MFE dürfte mir ja nicht in die Luft fliegen, die bleibt ja bestehen. Und jetzt bauen wir den Extractor hier mal hin. Zack. Und machen hier mal. Scheiße. Okay, alles klar. Gut, das ist also schon mal das, was ich nochmal wissen musste. Ich komme damit immer nicht so ganz 100% klar. Das heißt, ein Transformer-Modul reichte nicht aus, um diese Energie von der MFE zu verarbeiten. Die Frage ist, wenn wir jetzt noch einen zweiten Extractor oder irgendwas bauen, ob wir vielleicht die Energie für... ich muss gerade mal gucken, ob der noch irgendwas braucht oder ob er schon fertig ist mit der Energie. Wir gucken mal gerade hier nach dem Solar. Low Voltage, Medium. Wir haben tatsächlich jetzt noch einen Medium Voltage Solar Array. Das ist krass. Wir lassen trotzdem erstmal die Energie hier noch laufen, solange die noch da ist irgendwie. Keine Ahnung. Gucken einfach mal hier rein. Der füllt sich auf. Lassen wir ihn auffüllen, oder? Stört ja keinen. Gut, dann gucken wir einfach mal gerade nach Gerätschaften, die wir vielleicht noch rumstehen haben. Die, ja, vielleicht jetzt gar nicht so wichtig sind, wenn die in die Luft fliegen oder nicht. Mal gucken. So, der Electric Furnace. Ich überlege gerade, hatte der ein Modul, was der brauchte oder nicht? Ach, warte mal, ich habe das Transformer-Modul gar nicht. Hatte ich, ich überlege gerade, ob ich überhaupt das Transformer-Modul reingebaut habe, eben gerade ich napp. Weil ich habe ja hier noch eins drinne. Ha, scheiße. Okay, wir werden es gleich sehen. Entweder fliegt uns die ganze Sache wieder um die Ohren. Oder nicht. Nee. Es lag daran, dass ich kein Transformer-Modul drinne hatte. Ich Idiot. Ich bin einfach nur ein Depp. Meine Fresse. Okay. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Dann hätte ich jetzt nämlich das Ding einfach von der MFE auch anschließen können und dann reicht es nämlich. Es gibt ja gewisse Sachen, die keine Energieumwandlung brauchen und der Rest braucht es und den müssen wir anschließen. Das heißt, wir können alles von der MFE steuern lassen. Jetzt könnte man natürlich gucken, ob wir vom High Voltage das mit zwei Transformer Upgrades irgendwie hinkriegen. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Wenn wir zwei Transformer reinpacken. Ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen unbedarft. Ja, ich weiß, es ist mit dem Depressionsthema und so weiter, sind wir jetzt gerade ein bisschen stehen geblieben. Würde ich ehrlich gesagt auch gerade in der nächsten Folge vielleicht weitermachen wollen. Weil ich lasse euch da mal gerade ein paar Minuten Zeit, ja, so ein bisschen drüber nachzudenken. Ja, so ein paar Folgen. Macht mal so euch Gedanken zu dem Thema. Ob ihr da jemand kennt vielleicht oder sowas in der Richtung. Der vielleicht auch so ein Problem hat oder sowas in der Richtung, oder ob ihr mal so eine Probleme hattet. Was ja übrigens nichts Schlimmes ist, wenn man sowas mal hatte. Und, aber wir könnten jetzt auch von dem hier runtergehen, ne? Das ist gerade die Frage.
Aber nee, wenn ich jetzt von dem, der ist ja schon runter. Der ist ja schon runtergebrochen, dieses Low Voltage. Das war jetzt sowieso zu wenig Energie. Das. Ich napp. Das sowieso mit dem Transformer-Update, Upgrade von dem mal gehen können. Oh Gott, nervt mich das gerade. So, ich probiere das einfach mal aus, indem ich den hier abbaue. Hier kommt Energie raus. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich den jetzt hier anschließe, explodiert mir gleich die MFE. Ach, bin ich ein Depp. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich baue gerade einfach mal die fette MFE ab. Wer braucht sie gerade schon? Zack. Ich will nämlich wissen, das ist halt immer Fakt jetzt, ob ich mit zwei Transformer-Updates das so auf die Reihe geschissen bekomme. So, wir packen das jetzt mal hier hin. Und? Ja. In der Tat. Mit zweien habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Stone Wafer. Was war ich mit Stone Wafer jetzt gerade? Die Frage ist auch, kriege ich damit jetzt mehr Transformer-Updates durch? Nicht Transformer, sondern Upgrades, meinte ich. Wenn wir jetzt nämlich hier nochmal 6 haben. Weil es könnte nämlich gut sein, dass ich letztes Mal mit dem Upgrade und so weiter, mit dem was auch immer, da gar nicht so viel Energie durchpumpen konnte, ich Idiot. Weil ich da gar nicht den Stromeingang hatte. Okay. Also den einen will er gar nicht verwandeln. Okay. Bei 7 bei 6 macht das mit. Nicht Steine. Bei 7 macht das mit. Bei 8 macht das mit. 9 macht er mit. 10 macht er mit. Okay. Aber 10 wäre kein Problem. Würde Energie auf jeden Fall dastehen. Also wir hätten also mit 2 Transformer-Upgrades und 10 hiervon kein Problem. Was wäre denn jetzt, wenn wir... Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade hier so eine kleine Explosion hier habe irgendwie. Wenn wir diese Energy Storage Upgrades machen, würde das dann irgendwas ändern? So, angenommen, ich packe jetzt hier nochmal einen rein. Und... So, einen blöden Stone Wafer. Nee, damit kommt er nicht klar, lädt sich aber wieder auf. Nee. Also irgendwie an der Stelle scheint es sich wirklich so, ja, es ist egal, ob ich hier drin habe oder nicht, es ist eigentlich vollkommen wurscht. Mit 10 Overclocker-Updates. Vielleicht musste ich das irgendwie auf eine andere Position packen. Nee. Damit ist halt kein optimales Ergebnis. Ich glaube, hiermit kommen wir ganz gut zurecht. Aber 10 Overclocker-Upgrades reichen eigentlich auch aus. Und 2 Transformer-Upgrades. Und die Sache hat sich dann auch eigentlich, denke ich mal, ganz gut geritzt. Dann wäre nämlich die Frage, ob wir das gleich ohne jeglichen Zwischenstopp an die MFSU anschließen. Und jedem Gerät halt hier so ein paar Transformer-Upgrades machen. Die könnte man ja auch nochmal ganz schnell produzieren lassen, wenn man Strom hätte. Ach, herrje. Gut, aber dann weiß ich schon mal Bescheid. Dann kommen wir nämlich damit auch viel, viel besser voran. Und gut ist die Sache. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Stein hier hinstellen. Wir müssten nämlich, glaube ich, von unten das Ding ranbauen, ne? So, was brauchten wir jetzt gerade hier? Den. Ne, der wäre jetzt falsch. Scheiße. Okay. Oh, es wird gerade dunkel. Wir gehen, glaube ich, nochmal schlafen. Nein, ich will schlafen! Und dann gehen wir gleich ins Bett. Wir gehen schlafen, dann gehen wir gleich ins Bett. Nein, wir machen gerade mal hier nochmal kurz die kleine Schlafpause. Graben uns hier einen Block rein. Und bauen dann hier halt nochmal. Nein, nicht die MFE. Ich habe keinen Bock, dass mir was explodiert. Die hier. Oh Gott, bist du denn so blöde eigentlich?
kann aber nicht wahr sein. So. Nochmal. Ey, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es kann auch wohl nicht wahr sein, dass du jetzt dich hier so anstellst wie der letzte Mondtransformer. Okay. Gut, dann haben wir das nämlich und dann können wir hier ganz gepflegt die MFE anschließen. Ihr kriegt Strom, es geht wieder weiter. Und wir sind alle happy und glücklich. Ja, beim nächsten Mal ein bisschen Depressionsthema wieder weiter. Ja, aber freundlich und fröhlich, nein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal so ein bisschen euren Senf dazu gibt. Ob ihr was habt aus der letzten Sendung schon und dieser. Und dann gucken wir uns einfach mal an. Ja, was man so daraus machen kann. Und dass wir einfach mal so ein paar Sinne sensibilisieren. Ja, so ein bisschen halt an der Stelle. Gut, hier sind wir auch schon wieder fast bei 5 Millionen, 4,5 Millionen. EU ist es klassisch und fast halb voll. Und ja, dann reden wir beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Und man sieht, es wird bald soweit sein. Der Umzug findet statt. Also bis dahin, liebe Grüße. Euer der Spielpirat. Ciao.